Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Sternenkinder, wenn eine Kinderseele geht. Ja, müssen wir erstmal ausatmen. Schwieriges Thema, schweres, belastendes Thema. Es ist ja somit das Schlimmste, was wir uns vorstellen können als Mütter und Väter, dass wir eben Kinder verlieren. Und ja, ich möchte dieses Video machen, um ja, euch einfach Mut zu machen, das Ganze auch mal von einer etwas anderen Seite zu sehen, nämlich von der Seite der Kinderseele. Und wenn ich von Sternenkinder spreche, dann meine ich damit wirklich alle Seelen, die einfach nur kurze Zeit hier auf der Erde verweilt sind. Also ich rede da jetzt von Fehlgeburten, von Totgeburten, von Neugeborenen, die kurze Zeit nach der Geburt sterben, aber natürlich dann auch Kinder, die noch in der Kindheit eben versterben. Und auch, das möchte ich gerne hier mit reinnehmen, Kinderseelen, die eben abgetrieben wurden. Ja, also das Ganze ist natürlich ein Riesenkomplex und der Schmerz, der da hochkommt, wenn wir uns damit befassen, ist hauptsächlich auch dadurch da, dass wir eben nicht, ja, dass wir nicht gelernt haben, mit dem Tod umzugehen. Ja? Dass der Tod für uns eben das Ende darstellt und wir den Schmerz über die Trauer, ja, dass der uns so fertig macht an sich. Ja? Also dass wir einfach nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, dass eine Seele, die gerade erst hier auf die Erde gekommen ist, sofort auch schon wieder gehen muss. Ja? Da haben wir auch schon wieder die Begrifflichkeiten. Und das Ganze hängt stark damit zusammen, dass wir das Leben hier auf der Erde werten in Zeit. Also normal, gemeinhin ist für uns ein erfülltes, kostbares Leben, wenn es eben lang dauert, möglichst gesund natürlich, ja, also wenn es lang geht, bis wir 90, 95 sind, ja, dann ist es okay, wenn die Seele geht. Ja, und die Vorstellung, dass es auch okay ist, wenn eine Seele geht, die nur kurz da war, die fällt uns eben extrem schwer, weil wir diese, die Wertigkeit eines Lebens an der Zeit festmachen. Aber auf Seelenebene existiert die Dimension Zeit ja gar nicht. Da geht es um Erfahrung. Eine Seele macht eine Erfahrung. Und wir können mit unserem beschränkten menschlichen Geist eben nicht erkennen, warum diese oder jene Erfahrung jetzt genau wertvoll war für die Seele, die gekommen ist. Und sie misst sich eben nicht an Zeit. Also es kann sein, oder spricht für mich vieles dafür, dass es eben dann genau die Erfahrung war, die die Seele machen wollte, dass sie eben nur kurz da war. Ja, und häufig ist es sogar so, das weiß ich aus der Arbeit mit Schwangeren, die eben auch Fehlgeburten erlitten haben, mehrere sogar hintereinander, dass sie dann am Ende des Trauerprozesses, der Aufarbeitung, häufig auch erkennen, dass es für die Entwicklung der Mutterseele ganz entscheidend war, diese Erfahrungen auch zu machen. Also soll heißen, jetzt wieder von der Kinderseele aus betrachtet, dass sich eine Seele eben auch zur Verfügung stellt, dass auch die Mutter diese Erfahrung machen kann. Ja, also es spricht für mich vieles da für eine Absprache auf Seelenebene. Ja, und wenn wir das so andenken, dann wird es natürlich viel, viel leichter, auch mit dem Verlust umzugehen und vor allem auch die Chance darin zu erkennen, für sich selbst daran zu wachsen. Und es ist ganz klar, dass das ein großer Einschnitt ist, eine wirklich existenzielle Krise. Natürlich, wenn du als Mutter ein Kind verlierst, und dann ist es auch egal, ob das Baby im Bauch gerade mal 3 Monate da war oder ja 3 Jahre gelebt hat. Es ist immer ein Verlust und es braucht auch einen Trauerprozess. Und da wirklich, da ermutige ich dich auch, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dass du wirklich auch reingehst in den Trauerprozess bei einer Fehlgeburt, weil häufig kriegt man dann zu hören, naja, es war ja noch gar kein richtiges Kind und ach, du bist schon wieder schwanger. Und dann geht man so ganz schnell da auch drüber, aber natürlich ist es ein Verlust, ja, weil du warst in Anbindung mit dieser Seele. Aber es öffnet eben auch den Raum für
die Entfaltung, für deine Entfaltung und eben dann auch ja, gestärkt aus dieser Krise und Erfahrung hervorzugehen, wenn du dich auch fragst, was hat das denn mit mir zu tun? Aber jetzt eben nicht im Sinne von Schuld, ja, was habe ich falsch gemacht, sondern was will mir diese Kinderseele damit jetzt an eine Botschaft mitgeben? Ja, weil, wie sagt der Dalai Lama immer so schön, ja, wenn du verlierst, dann verliere nicht die Lektion. Ja, also wirklich, und das ist das, was ich erlebt habe bei vielen Frauen, wenn diese Prozesse nicht angeguckt werden, dann kann es eben zu mehreren Fehlgeburten auch hintereinander kommen. Und das ist natürlich dann eine äußerst traumatische Erfahrung dann für die Mütter. Ganz häufig sind es auch Familienthemen, die dahinter stehen. Ja, dass da ganze Familienstränge in die Ahnen hinein dann gelöst werden können durch ein bewusstes Umgehen, dank der Kinderseele, die gekommen ist und eben nur kurz da war. Also versucht es vielleicht mal von dieser Seite aus anzudenken, und der Schlüssel dazu ist wirklich, sich zu sagen, auf Seelenebene ist Zeit bedeutungslos. Es ist unser menschlicher, geistiger, beschränkter Horizont, der der Zeitdimension so eine Bedeutung gibt. Und ja, und auch all den Frauen, die sich für eine Abtreibung entschieden haben, und da kenne ich auch einige, die jahrelang dann unter Schuldgefühlen leiden, möchte ich an der Stelle auch mitgeben, auch da trifft natürlich das zu, die Seele unterscheidet ja nicht, wie sie wieder aus der Welt geht. Ja, es ist ein Kommen und es ist ein Gehen. Und ja, ich weiß, es ist ein umkämpftes Gebiet auch mit der Abtreibung, aber letztlich geht es da auch um die Macht der Frauen, dass wir Frauen eben die Macht haben, ob wir uns für oder gegen das Leben entscheiden. Das ist eben die herausgehobene Stellung, die wir haben als Frauen. Und ich war mir auch lange nicht einfach unschlüssig, wie das moralisch zu bewerten ist. Ja, da fängt es schon an, wenn wir schon mit der Moralkeule kommen, bis ich für mich die befreiende Erkenntnis gefunden habe, dass es eben in der Natur Mittel und Kräuter gibt, einen Abgang eben herbeizuführen. Und alles, was da ist in dieser Welt, ist auch da für uns. Ja, also wenn es nicht vorgesehen wäre, diese Möglichkeit, gäbe es das in der Natur nicht. Ja, und das zählt zu dem uralten weiblichen Weisheitswissen eben um diese Prozesse. Und da ist das Wissen komplett verloren gegangen, weil man eben die Frauen als Herren über Leben und Tod da entmachten wollte. Und das hat zu vielen, vielen schrecklichen Schmerzen und Schuldgefühlen bei uns Frauen geführt. Und ich weiß ganz genau, dass keine Frau sich die Entscheidung leicht macht. Ja, das ist eine Entscheidung, die zwischen der Mutterseele und der Kinderseele einfach besprochen werden muss. Und nur da gehört es hin. Niemand sollte sich da einmischen. Und ich finde es nur so entsetzlich traurig, weil ich eben viele Frauen kenne, die da sich wirklich leiden darunter, weil viele Frauen sich dann nicht aus freien Stücken entschieden haben. Ja, weil sie dachten, die gesellschaftlichen Zwänge sind so gegen sie. Und dann wird es sehr, 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 sehr schmerzhaft. Ja, das ist aber dieses nicht aus der eigenen Machtposition heraus entschieden zu haben, mit der Seele in Dialog im allerbesten Fall, sondern eben sich als Opfer der Umstände zu fühlen in der einen oder anderen Art, das macht dann den Schmerz aus. Ja, und ich möchte auch schließen mit einer Geschichte von einer Frau, die mir erzählt hat, dass sie eben als schon ältere Frau schwanger wurde und einfach für sich beschlossen hatte, sie will jetzt einfach kein Kind haben. Und eine hochspirituelle Frau, die sich dann hingesetzt hat und mit der Seele in ihrem Körper meditiert hat, mit der Seele gesprochen hat und ihr einfach ganz ruhig erklärt hat, wie wunderschön es ist, dass sie da ist, dass sie da sein will, aber dass es jetzt nicht der Moment ist, für sie als Mutter sie zu empfangen. Und gleichzeitig hatte die Frau eine Tochter, die schon seit längerer Zeit schwanger werden wollte und eben nicht schwanger geworden ist. Und dann hat die Frau mit der Kinderseele geredet und gesagt,
wenn du in unserer Familie sein willst, dann geh doch zu meiner Tochter. Und tatsächlich gab es dann einen Abgang, ganz natürlich, einfach so. Ja, das Kind hat sich eben dafür entschieden, die Kinderseele, den Körper dieser Mutter zu verlassen. Und ein paar Wochen später ist dann die Tochter schwanger geworden. Also es ist noch viel, viel mehr möglich, als wir uns überhaupt vorstellen können, wenn wir wieder beginnen, auf Seelenebene zu kommunizieren mit den Kinderseelen. Und natürlich auch mit unserer eigenen Seele. Und wenn wir dieses alte Seelenwissen auch wieder zulassen. Und wir Frauen, das möchte ich an der Stelle nochmal wirklich auch sagen, wir haben uns in den letzten Jahrhunderten unser Recht auf den eigenen Körper zurückerkämpft. Ja, noch nicht an allen Stellen ganz klar, dass wir ein Recht auf einen unversehrten Körper haben und dass wir die Entscheidungshoheit über unseren Körper haben. Und als nächstes, was jetzt ansteht, ist unser Recht auch auf Seelenebene zu sein. Also dass wir eine Seele, eine Seelenkraft in uns tragen und dass die es ist, die uns durchs Leben führt. Und wenn wir unsere Seelenebene eben wieder bejahen, dann können wir auch auf Seelenebene mit den Kinderseelen ganz anders umgehen und eben auch im Nachgang eines schrecklichen Verlustes einer Kinderseele auch nochmal Kontakt aufnehmen mit den Kinderseelen. Und ich meine jetzt nicht über verschiedene Medien oder sowas, ja, sondern einfach von Seele zu Seele. Und in einem Traum oder wo auch immer um eine Botschaft bitten, weil das ist natürlich das, was den Schmerz am meisten lindert, wenn die Mutter selbst einsehen kann, ja, dass die Seele sich genau diesen Weg auch ausgewählt hat und dass es im allerschönsten Falle dann sogar ein Geschenk war für die Mutter, um eben ja, dahin zu kommen, wo ihr Platz auch ist. Ja, ich weiß, starker Tobak, vieles, was wir neu lernen dürfen, neu sehen lernen dürfen, aber ein Weg, der uns in die Kraft und in die Lebendigkeit führt. Alles Liebe, deine Christina Marita.